Noch eine kurze Verschnaufpause beim Infobüro des Tourismusverbands Annaberglung-Götz. Dann geht es auch schon los, entlang des Heufigurenwegs. Der Pfad mit den rund 30 Heufiguren ist vom Ortszentrum zum Kopflackenmann rund 4 Kilometer lang. Jede Figur ist einzigartig. Immer wieder werden welche ausgetauscht. Der Weg unterliegt daher einem steten Wandel. Die Erstellung einer Heufigur dauert mehrere Wochen. Und die Herausforderung ist das, ob es gelingt oder nicht, muss ich sagen. Weil wir haben schon oft Sachen zerlegt. Ich denke an einen Auerhahn, einen riesengroßen Auerhahn haben wir gemacht, wie er fertig war. Ja, die Proportionen haben überhaupt nicht gestimmt. Da muss man alles aufmachen. Wenn man das heute gewickelt hat, ganz fest, das fährt auseinander, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Und da muss man ganz, ganz viel Arbeit anwenden, dass dann das nochmal was wird. Seit 2007 ziehen immer am letzten Sonntag im August prächtig geschmückte Pferdewägen oder Traktoren mit Heufiguren durch das Lammertal. In Annaberglung-Götz ist das mittlerweile geliebte Tradition. Die Kindergärten wird heilbunden, in den Schulen wird heilbunden, in der Landjugend wird heilbunden, in den Vereinen wird heilbunden. Und so läuft halt das dann eigentlich die ganze Runde durch, bis zu den Senioren hin und jeder hat seine Freude. Und ich glaube, das ist bunt nicht mehr wegzudenken. Nicht weit abseits des Wegs lädt das Heimatmuseum Gererhof zu einer kurzen Rast ein. Fachleute schätzen das Alter des Gebäudes auf gut 400 Jahre. Nach einer Sanierung in den 1920er Jahren lässt sich eine genaue Datierung nicht mehr belegen. Anhand der Gewölbe kann man feststellen, wie alt das ist. Je weiter das Gewölbe oberzogen ist, desto älter ist. Dann hat sich die Technik verbessert und man hat nicht mehr so weit oberziehen müssen. Original ist auch noch die Rauchkuchel. Über diesem Feuer wurden schon unzählige sogenannte Dampfelkrapfen gebacken. Eine typische Annaberger Spezialität. In den heutigen Küchen werden die nicht mehr gebrochen, weil wenn da gebrochen wird, dann riecht man das noch 5 Tage auch noch. Aber früher war ein Dampfe aus einem Sauerteig. Und die Krapfen, die Dampfelkrapfen, werden mit dem Original Sauerteig gemacht und mit einem Roggenmehl. Und das ist eine Ausnahme und das gibt es eigentlich nur in Annaberg. Althergebrachte Gaumenfreuden, die sichtlich immer noch schmecken. Frisch gestärkt geht es weiter entlang des Heufigurenwegs. Die Wanderung ist auch für Familien mit Kinderwagen geeignet. Er hat maximal eine Steigung von 9% und dadurch ist natürlich auch für Familien prädestiniert, dass da halt ein bisschen spazieren gehen im Wald. Die Heufiguren als besondere Attraktionen sind natürlich spannend bei den Kindern, aber auch die Erwachsenen schauen sich das durchaus gerne an. Entlang des Wegs können die Heufiguren das ganze Jahr lang besichtigt werden. Die letzte Station und das Ende des Pfads ist die neu errichtete Heuartgalerie.